Liebe Fallschießenfreunde, die vorletzte Majestät, die ich heute proklamieren darf, kommt aus den Reihen der Junggesellen, Guerner Bürgersöhne. Der Königskandidat erblickte in Keine das Licht der Welt und ist somit mit Füßen was er getaucht. Wen wundert es da, dass er sich recht früh mit dem Bacillus Fallschießen infiziert hat? Er ist ihn seither nicht wieder los. Kann aber auch sein, dass sein Vater, der in den 80er Jahren die Bürgerkönigswürde errungen, ihn angeschickt hat. Auf jeden Fall könnte er 2003 nicht anders, musste dem Ruf des Pfeiler Freischießens als Laternenträger zum ersten Mal folgen. Drei Jahre später wurde er Mitglied der Jugendschießabteilung und war erfolgreich beim Schießen um den Jugendkönig. Der neue Junggesellenkönig scheint in diesem Jahr auf Erfolgskurs zu sein. Er hat sein Abitur bestanden und wird zum Wintersemester studieren. Der Königsschuss ist ein weiterer Höhepunkt in seinem jungen Leben. Er wird die kommende Zeit nie vergessen und sich immer gerne erinnern. Meine Damen und Herren, wissen Sie, wer es ist? Es ist der Sohn eines der beiden Bürgerschaffer, nämlich Kassian Männer.
Den dritten Rang belegt ihn an 653 Kurt Honnefer vom Neuen Bürgerkorps. Den zweiten Platz mit einem 509 Teilern nimmt der Hauptmann Andreas Höfer von der Schützenliga. Wer gab hier den besten Schuss ab? Der Königskandidat zog mit 9 Jahren aus einem anderen Bundesland in die schöne Fußestadt rein. Obwohl er seither Jahr für Jahr das wunderbare Flair des Feiner Freischießens in der Stadt genießen konnte, dauert es seine Zeit, bis er als 30-Jähriger schließlich den Weg in eine Korporation fand. Dort lernte er den besonderen Zusammenhalt, die Kameradschaft unter den Korporationsmitgliedern kennen und die Gemeinschaft aller Korporationen schätzen. Kurzum, er kam mit dem Klebstoff einer Freischießen in Berührung und nie wieder davon los. Er engagierte sich als Fahnenbegleiter und als Zugführer seiner Korporation. Beim Martini-Essen hielt er einmal eine Rede über die Angst des Schützen vor dem Königsschuss. In diesem Jahr legte er offenbar die Angst ab. Er schoss mit ruhiger Hand. Er war der zweite Schütze, gleich nach dem amtierenden Bürgerkönig 2011-2012. Vielleicht gab ihm dies die notwendige Zukunft. Er schoss mit einem 490 Teiler einen hervorragenden Nagel. Die Nagelnummer 001 kennzeichnet deshalb in diesem Jahr die Bürgerkönigswürde. Der Kandidat ist 48 Jahre alt, von Beruf Polizeibeamter. In seiner Freizeit widmet er sich ganz der Familie und natürlich seiner Kooperation mit dem Feiner Freischützen. Aber auch in der Mitorganisation des Europaschützenfestes 2015 engagiert er sich. Der neue Bürgerkönig gehört dem Bürgerjägerkorps an. Der Name lautet Michael Maukowski.
in den Ruf, die Könige des Kölner Freischießens 2012. Sie leben dreimal hoch, hoch, hoch. Das ist jetzt nun die Könige zum neuen Rathaus begleiten.